Willkommen zu einem weiteren Teil von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir haben ja letztes Mal aufgehört. In den Mischwassermühlen. Oh shit, das wollte ich nicht. Komm hoch, komm. Ich habe hier aber keinen entdeckt. Ich bin hier einmal rumgelaufen. Ich habe aber keinen entdeckt. Schneebären. Aber hier ist doch gar kein Schnee. Naja, was soll's. Wir können aber... hier ins Haus. Gilfres Haus. Mal gucken, was es mit sich bringt. Hoffentlich ist keiner drinne. Ihr habt hier nichts verloren. Wer bist denn du? Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet oder ich rufe die Wachen. Ich verschwinde. Vielen Dank. Mann, wieso klappt eigentlich nichts? Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ach, auf einmal. Das ist ja komisch. Auf einmal. Ins Haus eingebrochen und jetzt sagt sie, ich soll hier arbeiten. Wo kann ich jetzt hier? Irgendwo muss es doch so ein Hackeklotz denn geben, ne? Ah, da hatte ich schon gesammelt. Stödel. Da sind unsere Wachen wieder. Wo können wir denn... Ups, schon. Wo können wir denn Holz hacken? Hallo, Ziesch. Hallo, Huhn. Können wir hier Holz hacken? Nee. Können wir nur Eier klauen, oder? Ein Ei. Noch ein Ei. Also ein Hühnernest eigentlich. Hier können wir Holz hacken. Machen wir das mal. Mal gucken, wie viel das bringt. Wahrscheinlich nur 3 Gold oder so, aber trotzdem. Aber war ja klar, dass... wenn ich irgendwo einbreche, dass dann natürlich immer drin ist. Und dann, wenn ich rausgehe, dass er natürlich auch rausgeht. Und wie lange mache ich das jetzt? Das ist eine gute Frage, ne? Übelste Söldnerrüstung hier mit so einer Maske und all so ein Pipapo am Holz hacken. Ja? Ja? Okay, 6 Feuerholz haben wir. Mal gucken, was sie so sagt. Kleine gute Tat getan. Wo bist denn du? Hier bist du. Such dir 5 gute Männer hab. Ich verkaufe. Ehrliches Gold für ehrliche Arbeit. 6 ja. Gold. Mhm. Ach nee, 30. Ey, das ist doch denn eigentlich gar nicht so? Wie freue ich mich, diese Frau zu sehen. Wen? Mich? Oder wen? Hm. Na, ansonsten gibt's hier wahrscheinlich nichts, oder? Die Hühnernester haben wir geplündert. Was ist denn hier? Wen sein Haus ist das hier? Arbeiterhaus. Hallo? Hallo? Sieht sehr verlassen aus. Ja. Sieht wirklich sehr verlassen aus. Fasan? Nee. Schwarzdornmates buchen wir ja, ne? Ein Bett. Okay. Hier könnte man sich eigentlich auch einquartieren. Oh, guck mal hier. Knobi und Lorbeer. Ja, Kaninchen. Das braucht man zum Kochen, ne? Oh, guck mal hier. Säbelzahn-Dijon. Dijon. Säbelzahn-Dijon. Noch mehr Gold. Findet man hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Da oben ist noch Met. Truhe leer. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock hier mich einzuquartieren, weil wir können das hier nicht abschließen. Und hier drin ist auch irgendwie nichts. Da sind Fische, da sind sonst irgendwelche Monster, Walrösser und noch mehr Fische. Ne, Brot. Was ist das hier? Hühnerei.
Hühnerei sind doch bestimmt irgendwelche Zutaten, irgendwelche Alchi-Zutaten, wenn nicht. Ja. Haben wir ein gutes Frühstück denn für morgen? Man müsste sich mal irgendwie noch ein Hotkey zurechtlegen, dass man den Scheiß ein bisschen besser auswählen kann. Aber ich habe auch schon mal gesagt, dass ich mir das UI eigentlich noch runterladen wollte, ne? Für, also das Konsolen-UI. Hier sind Steine. Hier gibt es doch bestimmt irgendwie eine Ader, die ich schürfen kann. Aber so wie die Musik sich verändert, glaube ich das nicht. Wir wollten nach Windhelm. Mensch. Wir wollten nach Windhelm. Oh, kann man das hier sammeln? Kriechranken. Sehr nice. Kriechranken. Sind das Schmetterlinge? Nee. Was ist das? Drachenbaum. Rote Bergblume. Also hier gibt's Drachenbaum. Dadurch kann man doch bestimmt auch noch irgendwas machen. Ich höre doch hier irgendwo was. Ah, Fuchs. What the fuck? Ah, da, ein Bärchen. Komm her. Komm her. Dich mal. Nicht mit mir. Yeah. Neue Stufe. Victory! So langsam klappt das mit dem Kämpfen. Erstmal ein bisschen hochheilen. Ah, der Bär hat hier gejagt. Entschuldigung. Da wurde der Jäger zum Gejagten. Bärenklaue, Bärenpelz. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Ziechenfell. Okay, die Ziege ist leer, hat aber schon aufgefressen. Die Ziege hat er noch erlegt. Kriechranken. Können wir auch noch mitnehmen. Da ist noch Drachenbaum. Diese Drachenblume, die ist wahrscheinlich schon... Ich möchte das wieder einpacken hier. Gibt es hier unten vielleicht irgendwo? Hier ist noch was zum Sammeln. Aber keine Ader oder sowas, ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Da hinten die Blume werde ich mal nicht mitnehmen. Wir kriegen hier bestimmt gleich noch ein paar mehr. Und da hinten müsste auch schon Windhelm sein. Unser Ziel ist erreicht. Fast. Fast erreicht. Oh. Jaspeitrauben. Blumen. Na, hier drüben ist ja auch noch irgendwo einer, ne? Ich weiß aber nicht, was man daraus machen kann. Warte mal, aber wir können ja eine essen. Zutaten. Wo sind die denn hier? Drachenbaum. Ach, Feuerresistenz. Okay. Und was war das andere? Das war eine Kriechranke. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K. Hier. Magika wiederherstellen. Okay. Naja, ich meine, es kann nicht schaden, weil man kann ja, wenn man das halt alles einsammelt und... Oh, ich höre schon wieder irgendwas fliegen. Und Wölfe. Hä? Ich habe ja noch nicht mal irgendwie was groß gemacht. Und da ist der schon tot. Naja, okay, ich meine, wir sind mittlerweile auch schon Level 14. Ach ja, neue Stufe. Ausdauer natürlich. Okay, und jetzt haben wir 2 Talente zum Verbessern. Schwere Rüstung ist 38. Können wir erst ab 40 wieder weitermachen. Was ist das hier? Fels in der Brandung 50% weniger zurückstoßen? Nein.
Schmiedekunst. Wir können... Ach nee, das war blocken, ne? Schildwall brauchen wir ab 40. Zeit verlangsamt sich, das wollte ich eigentlich nicht machen. Was war denn hier oben? Das war doch noch irgendwie blocken mit einem Schild vermindert, ja. Pfeile abwehren. Nehmen wir einmal das. Und dann können wir nämlich auch unsere Magieresistenzen, dann nehme ich ab 60. Okay. Klingenspezialist. Angriffe mit Schwertern. 10% mehr. Und dann nehmen wir das. Okay, weil Defensive haben wir ja... Defensive haben wir ja genug. So. Haben wir unsere... Unsere Abilities auch ein bisschen verstärkt. Kriegschranken. 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 Aber nichts irgendwie mit Erz oder sowas, ne? Das finde ich ein bisschen short. Gold findet man wahrscheinlich nur in den Goldminen. Ah, hier. Diese Dinger hier noch. Die können wir... Was können die eigentlich? Warte mal, das war J, ne? A, B, C, D, F, G, H, I, J, hier. Anfälligkeit für Magie, okay. Da ist noch eine Blume. Die nehmen wir auch mal mit. Genau aus diesen Gründen wollte ich nämlich nicht Schnellreisen machen, denn weil ich habe nämlich keine Lust, ich habe... Kann ich hier was sammeln? Nee. Denn ich habe nämlich keine Lust, wenn ich mal irgendwie Tränke brauche oder so und mir die offscreen denn craften will, denn die Hälfte zu verpassen, beziehungsweise denn extra auf die Suche zu gehen, bloß wegen irgendwie so ein... Um noch irgendwie Zutaten zu finden. So kannst du halt Zutaten dann haufenweise einsammeln. Ich weiß, ich bin dadurch überschwer. Das weiß ich, aber hier gibt es keine Schmetterlinge oder sowas, ne? Da wäre ich auf was runtergeknallt hier. Und so sammelt sich der ganze Rotz sozusagen von alleine. Wenn man dann ab und zu mal eine Bergblume auslässt, so wie gerade eben, das ist eigentlich nicht so das Ding. Aber man kann sich dann auch die... Oh, guck mal da hinten. Man kann sich dann nämlich auch die Landschaft ein bisschen ankicken und irgendwie vielleicht auch mal merken, wenn hier mal so eine verschissene Erzader wäre, die man schürfen könnte, dass man dann irgendwann mal wieder hierher zurückkommt, wenn dann wieder Erz gespawnt ist und das Erz nochmal schürft. Das wäre cool. Aber sowas gibt es hier ja wahrscheinlich nicht. Sowas gibt es hier ja wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt wieder Schnee. Sind wir nicht, dass wir irgendwie falsch laufen? Nee, wir laufen richtig. Wir müssen nur irgendwie über den Fluss. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Kommt. Die Freya in Windhelm an. Ja. Absolute Freya. Nicht absolute Beginner, sondern absolute Freya. Komm her. Ja, wo seid denn ihr hin? Komm her. Nicht weggehen. Komm her. Ja, hallo Hund. Nicht. Ich meine Wolf natürlich. Ah, der andere. Willst du recken, hä? Na komm her, komm. Wolfspelz mitnehmen. Weil in meinem ersten Spiel bin ich nämlich schnell gereist. Und wenn ich dann mal Ziegel, ja. Und wenn ich dann mal irgendwie Felle oder sonst irgendeine Rotze für irgendwas brauchte zum Craften, naja, dann musste es halt extra loslaufen und hast eigentlich die halbe Welt nicht entdeckt, weil du halt nichts siehst, ne? Und das ist immer so das Döwe. Deswegen habe ich mir gesagt, ich möchte wenigstens zu den Hauptstädten zu Fuß laufen, damit wir die schöne Welt erkunden können, von Tieren angefallen werden können, von irgendwelchen Räubern überfallen werden können, Bären besiegen können, ab und zu mal auf einen Drachen treffen.
und sonst noch alle anderen schönen Dinge des Lebens irgendwie uns irgendwie erleben können. Ist hier unten vielleicht irgendwie eine Ader? Nee, ne? Das finde ich ein bisschen mau. Gibt so viele Blümchen hier, die du sammeln kannst, aber... aber kaum irgendwie Erz oder sonst irgendwas. Da hinten gibt es wahrscheinlich auch kein Erz. Aber wir haben unser Ziel erreicht, ohne irgendwie größere Komplikationen. Okay, wir haben Drachen erledigt, wir wollten irgendwo einbrechen, aber... hm. Naja, Windhelm. Na, Keule, da bist du ja schon wieder. Wer bist du denn? Soll ich euch mitnehmen? Alpharin, nein. Stelle von Windhelm entdeckt. Nordmäd. Muss ich hier lang oder kann ich auch hier oben? Was ist denn da drüben dran, ne? Wow. Windhelm Stables. Okay. Das sind nur die... da ist auch schon die Sturmmäntel. Können wir uns auch gleich nämlich noch den Sturmmäntel anschließen. Ich muss nur erstmal gucken, was es hier oben so Schönes gibt. Ah, okay. Scheint wirklich eine richtig schöne alte Festung zu sein. Also ich fühle mich hier wohl, muss ich sagen. Auch in dem ganzen anderen Krimskrams von Windhelm. Das fand ich immer toll. Weil das nämlich nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen aussieht wie in Briesenheim. Wie das halt Briesenheim wie in Weißlauf. Und, hi! Es ist kein Geheimnis, dass der Aretino-Junge irgendein Ritual abhält, um die dunkle Bruderschaft herbeizurufen. Glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Aber wer soll ihn davon abhalten? Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Sprich mit Aventus Aretino. Wo ist denn der? Wo ist denn Aventus Aretino? Warte mal, Tagebuch. Verschiedenes. Sprich mit Aventus Aretino. Ach, da drinne. Okay, dann machen wir das doch. Wir müssen doch mal irgendwie ein bisschen was erfüllen, damit wir... Kommen wir da jetzt überhaupt rein? Tag. Windhelm. Und da sind wir in Windhelm. Mit Level 14. Stufe 14, entschuldigt. Werden wir gleich mal zu Jarl Balgruuf gehen. Ihr kommt hierher, wo niemand euch will. Hä? Ist alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Könnt ihr eine Münze für vielleicht helfen diese Grau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Hm. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Ach, Talmor. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufe. Hast ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein, ich hasse eigentlich euer Volk nicht. In der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Na, okay. Warum sollte man euch für einen Spion halten? Ist da bestimmt wieder irgendein Quest. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Aha. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Mhm. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Okay. Passt auf euch auf. Dann weiß ich ja Bescheid. Könnt ihr eine Münze für eine arme... Hier hast du ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ah, warte mal. Ihr wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Ich werde es euch beibringen. Aber es wird euch etwas kosten. Oh, ich habe dir doch gerade Gold gegeben, du. 210. Trader-Expert, okay.
Sollen wir das trainieren? Nee, wir sparen das noch auf. Die Götter erfreuen sich. Aber ich weiß ja jetzt, dass du hier bist. Na, warte mal erstmal hier. Umgebungskarte. Wir müssen also einfach. Wow. Wir müssen also einfach hier. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern gerade eine Weile drüben in Windhelm. Ah, schön. Ich muss hier erstmal. Hallo? Die Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Hoffentlich muss ich nicht wieder Wachdienst schieben. Bleibt weg von der Aretino-Residenz. Dieser Ort ist verflucht. Wenn ihr Zeit habt, hier rumzujagen. Aha. Also ein guter Grund, da mal hinzugehen, oder? Was haben wir denn hier? Offenit Ragent IE 420 bis 452. Sub kann man kaum lesen. Harald. Okay. Moment. Sprich mit Aventus Aretino. Nee, ich möchte erstmal mit. Wow. Schönes Städtchen. Gefällt mir. Palast der Könige. Ich möchte erstmal reingehen und gucken, was die so zu sagen haben. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn wir schon mal so zuhören. Für uns ist er gegen uns. Aha. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Ach nee. Wenn ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht? Wir sind Sturmmäntel also wirklich sind im ganzen Land siegfähig Scheiße. Zu beginnen. Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torik getan habt. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Aha. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Dann wären andere da. Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ja. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren, aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ja. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Ja. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen,
wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Jorleif, schickt einen Boten in unsere westlichen Lager. Und die Botschaft, Sir? Ich stelle Garson Hadrings Leute ab, damit sie sich ihm anschließen. Ist das denn klug, Sir? Es wird funktionieren, wenn wir Hrans Leute aus dem Süden abziehen können und etwas Glück haben. Mhm. Natürlich, das scheint in diesen Tagen ja Mangelware zu sein. Ich brauche jetzt keine guten Ratschläge, Freund. Schickt einfach die Nachricht. So. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Also bist du der... Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er scheint meinen Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Okay. Über Winter... Würdet ihr sicher reisen? Es ist gefährlich da draußen. Dann habe ich mich ja versprochen, weil Jarl Bargruuf war das, der Weißlauf hat und das ist ja Ulfric. Wir sind uns doch schon mal begegnet, ne? Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Du solltest mich kennen. Wirklich? Ach ja, ihr wart in Helgen bei uns. Genau. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Wie du. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Hm, das klingt doch... Aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Hä? Das hast du doch schon mal gesagt, Kollege. Mit wem? Galmar. Helgen, ja? Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? Ausländer, du Dödel. Ich bin ein Nord, genau wie du, du Pissnelke. Himmelsrand ist meine Heimat. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Na klar. Es gibt einmal den direkten Weg und es einmal den indirekten Weg, ne? Na schön. Ich kann euch aber erst einsetzen, wenn ich weiß, wie viel ihr einstecken könnt. Ich habe eine kleine Prüfung für euch vorbereitet. Oh, sehr schön. Was für eine Prüfung? Die Art von Prüfung, an der sich wahre Männer messen. Mhm. Ich schicke euch auf die Schlangensteininsel. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, nun, dann hättet ihr mir sowieso nichts genützt. Dort beweisen Männer seit Generationen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Altvorderen haben dort eine merkwürdige Felsformation errichtet. Mhm. Irgendetwas an diesem Ort zieht die Eisgeister an. Oh. Tötet dort draußen einen Eisgeist und ihr habt mir nichts mehr zu beweisen. Nur diejenigen, an denen ich Zweifel habe. Ihr beweist eure Fähigkeiten und, was noch viel wichtiger ist, eure Entschlossenheit. Das werden wir ja noch sehen. Hier, nehmt das. Ihr werdet es noch brauchen. Benutzt es auf der Insel. Und verliert es nicht. Mehr Hilfe kriegt ihr nicht. Okay. Versucht nicht zu sterben. Ich
schließe ich den Aufstand der Elixier. Eisgeistbann hinzugefügt. Begonnen so jung und schon bei den Sturmmänteln. Aha. Töte den Eisgeist. Karte. Tagebuch. Bringe Marie des Stern, sprich mit den Graubärten. Töte den Eisgeist. Das mit den Graubärten können wir ja noch verschieben. Bringe einen Schwarzdorn mit zu Sidgeier. Töte den Drachen, das können wir mal auch mal rausnehmen. Das können wir auch noch mal rausnehmen. Was machen wir denn die anderen? Badenakademie, die können wir auch rausnehmen. Ja. Bringe den Eselin zu einem Schätzer. Das ist nämlich das mit dem Baranzina-Stein oder so. Da habe ich aber noch keinen Schätzer gefunden. Vielleicht muss ich aber dann mal hier diesen Kollegen in Weißlau fragen. Das können wir ja auch noch irgendwie. In höchster Not für den Rotwardun. Weg der Stimme. Jo, Morgengarn. Nee. Hier, das will ich haben. Bringe Miri der Schönzenberg Killkret. Weltkarte? Wo ist denn? Da oben. Töte den Eisgeist. Entfernen. Markierung gesetzt. Okay. Dann müssen wir da hochlatschen. Okay. Dann werden wir das mal machen. Haben wir denn... Sind wir denn befähigt, hier ein Haus zu kaufen? Galma hat euch doch eine Aufgabe gegeben. Yep. Also führt sie aus. Okay. Okay, dann werde ich mal noch kurz hier ein bisschen in Dingens rumkicken. Da ist es schon wieder dunkel. Da ist es auch schon wieder dunkel. In Windhelm. Wir müssen mal irgendwie, warte mal, nicht N. M drücken. Umgebungskarte. Das Haus... Das muss doch hier irgendwo sein, ne? Oder hier? Ich weiß es nicht. Gucken wir erstmal hier durch. Hier sind noch Blumen. Und Schneebären. Passt doch auf euch auf, oder? Ne, klar. Krieg ist alles andere als glorreich. Ja? Das erzählen sie den Soldaten nur, damit sie ihr Leben riskieren. Okay. Habt ihr schon gehört? Auf dem Berg Antor im Nordwesten soll ein Drache schlafen. Karte aktualisiert. Antor im Nordwesten. Ah, Berg Antor. Okay, da müssen wir uns dann auch nochmal hinmachen. Irgendwann. Gott, hier wirst du voll... Upsala, falscher Weg. Hier wirst du voll gedödelt mit... Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Sei froh. Da, das wird unser Hiram. House of Clan Shatter Shield. Okay. Das war doch nicht unser Haus. Ich dachte, es wäre unser Haus. Hallo? Hallo, jemand hier? Guten Tag. Ist jemand da? Guck mal, bin ich irgendwie... Kartoffel, Zaubertrank der Heilung, Smaragdhalskette. Wenn keiner hinguckt, ne? Können wir es ja ruhig nehmen. Kleiderschrank wird wahrscheinlich nichts drin sein. Oh. Nicht hat mich ja keiner gesehen. Was haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hallo? Ist hier jemand? Die sind wahrscheinlich alle oben, ne? Hier noch irgendwie was Lustiges. Hier haben wir noch einen Kochtopf. Und einen Sack. Hm. Aber da ist bestimmt noch Salz drin. Hallo? Na? Wer bist denn du? Ich bin nicht mehr ganz die alte Salz. Seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Aha. Gut zu wissen. Guckt jemand? Ist hier irgendwo jemand? Nee, ne?
Boop. Hier haben wir schon mal den zweiten Stein. Ich glaube, es sind 24 insgesamt. Oh, guck mal hier. Insgesamt sind es, glaube ich, 24. Ist hier noch irgendwie was Interessantes? Scheint nicht so, ne? Einzig Wertvolle, was ihr habt, das ist dieser komische... Dieser komische Stein. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich mit mir anfangen soll. Sie fehlt mir einfach so sehr. Bleib da einfach sitzen. Irgendwann. Irgendwann. Ein Stolzwert? Stolzwert brauchst du nicht. Ist hier jemand? Guckt hier jemand? Von oben? Von unten? Nee. 6 Kröten. Sind 6 Kröten. So, ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Gehe ich mal wieder raus. Hat mich gefreut, deine Bekanntschaft zu machen. Und danke für das Gold und dem Stein. Cool. Was mich immer wundert, das sind diese Zeichen hier. Das erzählen Sie den Soldaten. Oder ist das hier? Sie ihr Leben riskieren. Viola Giordanos Haus. Okay. Das ist es nicht. Ihr solltet wirklich einige Ausrüstungsgegenstände loswerden, die ihr nicht braucht. Warum? Na. Geht rüber zu Sadris Gebrauchtwaren und sprecht mit dem Elf. Aha, wo ist denn der? Warte mal. Dann gucke ich da nochmal. Umgebungskarte. House of Clanshatters, Violas, Hall of Dead. Okay. House of Bla, Tempel. Was ist hier? Place of the Kings. Nirnas Haus, Bronald Freewinders Haus. Cunland Hall, Cunland Hall. Ich glaube, es ist weiter im Süden, ne? Weiter hier runter. Ihr habt doch auch diese Dinge gesehen? Ja. Kleine teuflische Kreaturen, wie aus einem Albtraum. Schmetterschild. Sie kommen aus der Höhle der Todgeburt im Norden. Ja, nun pump mich hier nicht noch weiter voll, du Dödel. Oder du Tusnelda, sag ich mal so. Okay, hier scheint nichts zu sein. Oh, eine Schmiede. Sehr nice. Oh, guck mal hier. Stahlbarren. Ist hier jemand? Hallo? Im Namen ah. Keine Bewegung. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Jetzt haben die mir den Stein auch weggenommen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht's. Oh, Gier macht sich nett aus. Jetzt ist nämlich der Stein nämlich auch weg. Könnte ich wetten. Ja, ich hoffe mal. Ach nee, ungewöhnlicher Stein, den habe ich. Ja. Gut, okay. Ihr gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Gut. Ehrliche Arbeit. Wenn auch ein bisschen. Aber wie hatten die mich gesehen? Jetzt mal ehrlich, wie hatten die mich gesehen? Blacksmith Quarters. The White Peel. Ich muss hier irgendwie zu dem Gebrauchtwarenladen. Naja, ich werde hier erstmal Pause machen. Ich bin das zweite Mal schon geklappt, Pause machen. Ich werde hier den Part beenden, sage ich mal so. Ich bin das zweite Mal geschnappt worden. Ist ja super, ne? Kommt wahrscheinlich auch, weil ich meine Maske nicht auf habe, wegen Redekunst oder Diebstahl oder ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Teil von The Elder Scrolls 5 Skyrim mit Freya. Wenn es weitergeht mit den Sturmmänteln und dem Eisgeist, dass wir hier endlich mal unser Haus kaufen können. Ich sag auf Wiedersehen.